Anfangs waren wir vier, da ging das noch vieles händisch und jeder wusste so ein bisschen, was der andere macht. Mittlerweile sind es, glaube ich, ja, fast 100 Studierende, die hinter dem Projekt stehen. Täglich erreichen uns sozusagen irgendwelche Mails von Leuten, die sagen, wie toll das doch ist und wie gut das ankommt. Und das ist so ein bisschen, ja, einfach die tägliche Motivation. Hey, ich bin Justus von Pointer. Im letzten Video habe ich mit Tobias Borg, dem Mitgründer der Corona School, über sein Projekt und wie ihr daran teilnehmen könnt gesprochen. Heute rede ich mit Tobias darüber, wie der organisatorische Prozess hinter der Corona School aussah und wie das Team des Projektes es schafft, ein Projekt mit so vielen Studierenden zu koordinieren. Wie wurde aus der Idee denn dann das tatsächliche Projekt? Homeschooling gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, das ja, zu betreuen, auch in dem Sinne. Und dann haben wir erst überlegt, ja komm, wenn wir zu denen nach Hause fahren, ist irgendwie auch nicht der richtige Ansatz sozusagen. Und war dann schnell klar, es muss irgendwie digital ablaufen. Und dann haben wir gesagt, jo, dann lass uns mal einfach eine Website machen. Das ist ja heutzutage mit verschiedensten Baukastensystemen nicht mehr ganz so schwer. Und einfach mal gucken, ob da ein Interesse da ist und einfach mal unsere Freunde darauf aufmerksam machen. Und dann haben wir recht schnell gemerkt, also durch Anmeldeformulare und Interessentenlisten, oh, da ist ein Interesse da. Und dann haben wir es auch wirklich auch schon geschafft, weil wir parallel auf der technischen Seite gearbeitet haben, innerhalb von ja, einer Woche sozusagen auch unsere ersten Matches herzustellen. Und seitdem ist es eigentlich konstant gewachsen. Wie sah der organisatorische Prozess bei der Planung und Umsetzung des Projekts dann aus? Wie habt ihr zusammengefunden etc.? Anfangs waren wir vier, da ging das noch vieles händisch und jeder wusste so ein bisschen, was der andere macht. Aber je mehr Personen man natürlich mit ins Team bringt und ins Team holt, desto mehr organisatorischer Aufwand steckt dann natürlich auch dahinter. Und wir sind in erster Linie jetzt erstmal auch keine Experten für Startups oder für Vereine, die gegründet werden, haben uns aber vieles auch angeeignet oder von äußerer Stelle sozusagen helfen lassen. Und das ist schon, ja, mittlerweile, glaube ich, haben wir da eine Struktur gefunden, die wirklich in verschiedene Teams untergliedert ist oder in verschiedene Projekte, wo wir dann klar wissen, was der Stand in den einzelnen Teams und Projekten ist, wo sie hinwollen, sodass wir irgendwie gemeinsam an einem Ziel arbeiten und nicht jeder sozusagen für sich. Aber das war, denke ich, auf jeden Fall ein Findungsprozess, der nicht von Tag 1 perfekt funktioniert hat, aber sich auch immer, also auch jetzt noch sozusagen immer besser und weiter etabliert, je länger das Projekt dauert. Wer ist denn alles an der Corona School beteiligt? Es sind vor allen Dingen viele Studierende. Also anfangs waren es sozusagen vier, die es gestartet haben. Das sind zwei Kommilitonen oder auch Mitbewohner von mir gewesen, ehemalige, und ein Schulfreund. Und dann haben wir sozusagen in unserem Freundeskreis einfach gefragt, hey, hat nicht jemand Lust, da mitzuarbeiten, mitzuhelfen? Und dann hat sich das immer so ein bisschen weiter kommuniziert. Und mittlerweile sind es, glaube ich, ja, fast 100 Studierende, die hinter dem Projekt stehen. Ein Großteil davon ist sozusagen unsere Screener, in Anführungszeichen, weil bevor wir sozusagen die Studierenden für das Matching und für die Lernunterstützung freischalten, führen wir so kurze Kennenlerngespräche einfach mit denen. Und dafür braucht man natürlich jede Menge Leute und das ist sozusagen ein Großteil unseres Teams, aber es gibt auch viele andere Leute, die sozusagen sich um die Technik kümmern, sich ein bisschen ums Marketing oder um die Website und sowas. Ne? Da ist vieles, was mit dran steckt auf jeden Fall und viele verschiedene Teams, die viele verschiedene Aufgaben haben. Wie koordiniert ihr denn dann die Zusammenarbeit? In den Teams selbst, in einem Marketing-Team, in einem Technik-Team gibt es immer natürlich selbst Calls, wo man das organisiert und festlegt, wie jetzt da die genauere weitere Entwicklung ist. Und jedes Team hat sozusagen einen Verantwortlichen oder jedes Projekt auch. Und das wird sozusagen immer in einem großen Call zusammengetragen, bei uns acht jetzt in dem Fall im Kernteam, wo wir dann diskutieren, okay, was sind die verschiedenen Updates aus den Seiten, was muss an welcher Stelle geschehen, damit dann wirklich Sinnvolles nachher bei rumkommt. Und das ist ein ganz gut funktionierender Prozess. Und um aber auch alle auf dem Stand zu halten, also wenn jetzt jemand nur im Technikteam arbeitet, möchte er vielleicht auch irgendwann mal wissen, was auf anderer Stelle läuft, haben wir dann so Big-Team-Calls in dem Sinne, wo wir uns dann alle zwei Wochen mal treffen und aus den verschiedenen Bereichen die Leute berichten lassen einfach, damit jeder ein ungefähres Bild hat. Was war für euch an diesem gesamten Planungsprozess, das Projekt ist ja mittlerweile sehr, sehr groß, das Anspruchsvollste, beziehungsweise wo hattet ihr am meisten Probleme? Vor allen Dingen Koordination anfangs und Kommunikation. Ich meine, das ist, denke ich, klar, sobald man dann, also es war bei uns so ein Zeitpunkt, wo man da gemerkt hat in den Anmeldungen, jetzt ging es wirklich extrem nach oben. Jetzt ist es so an die Öffentlichkeit irgendwie durch Artikel und Medien und Radiobeiträge so gekommen und immer mehr Anmeldungen. Und da war dann schnell irgendwie klar, oh, wir müssen da sozusagen wirklich nochmal gucken, wie wir das auch auf technischer Seite gestalten, wie wir das koordinieren, diese ganzen vielen Personen. Also zum Beispiel, ich hatte es ja vorher angesprochen, diese Kennenlerngespräche mit den Studierenden, die wir vorher führen. Wenn man jetzt 9000 Studierende auf der Plattform hat und mit jedem 10 Minuten redet, dann kann man sich, denke ich, schnell vorstellen, dass das eine ganz schöne Summe an Stunden ist, die man da irgendwie füllen muss.
Und jetzt da, wie wir es anfangs gemacht haben, mit jedem händischen Termin auszumachen und abzustimmen, bis das dann auf beiden Seiten passt, dauert natürlich viel zu lange. Und da mussten wir in sehr kurzer Zeit gute Lösungen für liefern, sozusagen einerseits auf technischer Seite, andererseits auf konzeptioneller Seite, um das weiterhin zu ermöglichen. Und das haben wir, glaube ich, aber geschafft. Und mittlerweile sind wir so, dass wir sagen können, wir können auch noch 10.000 weitere nehmen. Auf der Technik ist das sozusagen, auf technischer Seite ist das skalierbar und auch auf unserer Seite ist das skalierbar, sodass wir das ermöglichen können. Was ist denn generell, ich sage jetzt mal, eure persönliche und individuelle Motivation, sowohl im Organisationsteam als auch bei den Lernunterstützern und Unterstützerinnen? Das Feedback, was man von den Eltern, von den Schülern und Schülern oder von den Studierenden bekommt, wo man einfach hört, wow, da haben wir wirklich einer Person unglaublich weitergeholfen. Die hat die Abiturprüfung, sagt sie, nur geschafft, weil wir geholfen haben. Oder sie ist auch, weiß ich nicht, jetzt motivierter als vorher, weil jetzt wirklich sich mal jemand mit sich hinsetzt und ihr weiterhilft. Und ja, täglich erreichen uns sozusagen irgendwelche Mails von Leuten, die sagen, wie toll das doch ist und wie gut das ankommt. Und das ist so ein bisschen ja einfach die tägliche Motivation, auch sich immer wieder ranzusetzen, zu denken, hey, das ist auch wirklich, das bringt auch wirklich was ich hier reinstecke in das Projekt. Und dann ist man auch natürlich deutlich motivierter, das fortzuführen, wenn man merkt auch sozusagen, dass es gut funktioniert.